Oh Junge, ey. So. Ein weiteres Herz, bitte. Hi. So, ich erbitte Herzen. Ja. Dö-dö-dö. Wundervoll. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 11, wenn ich richtig gezählt habe. Denk mal, dann sind in der oberen Reihe, dann sind in jeder Reihe 12 wahrscheinlich. Gibt es bei Impa inzwischen irgendwas Neues vielleicht? Mal einfach vorbeigucken. Impa, na was geht? Hi. Du bist auf gutem Weg, die Bitte der Prinzessin zu erfüllen. Indem du die Seelen der Titanen befreist, schwächst du gleichzeitig die Macht des Bösen. Ich bin sicher, die Prinzessin spürt, was du verbracht hast. Es bleibt dir nur noch der Titan Medo, den Rivali vom Volk der Orni befehligte, und Vanaboris, den die Gerule Urbosa steuerte. Ja, das weiß ich, wo die sind. Hier solltest du Hinweise zu denen finden, was dir noch bevorsteht. Du bist Zeldas, nein, ganz Hyrule's einzige Hoffnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Folge deinem Herzen und fülle dein Schicksal. Alles klar. Mache ich, Impa, mache ich. Keine Sorge. So. Ha, ich stehe drauf. Und gleich bricht das Ding bestimmt ein. Okay, gehen wir zurück zum Wald der Crocs. Denn wir haben ja noch ein paar Sidequests offen, die bekommen haben von den Crocs und so, weil wir ja Herausforderungen abschließen müssen, um das Masterschwert ziehen zu können, so wie ich das verstanden habe. Ja, genau, gucken wir mal. Wo die ganzen Crocs waren. Wir haben uns auch gar nicht noch voll umgeguckt mit allen, noch gar nicht so richtig geredet. Deswegen. Hier oben ist der Wald von Hyrule. Aha. So, guck mal. Ich finde zumindest witzig, wie es hier voll leckt in dem Wald. Richtig gut. Oh, da gibt es Crocfächer von sonst quasi. Sehr schön. Aber wir müssen noch einen haben, glaube ich. So. Feuerprobe, Weg aus dem Wald. Ja, wir waren mal zur Feuerprobe. Da sollten wir, glaube ich, irgendwie hin. Moment, haben wir jetzt eigentlich vielleicht mit dem Schrein von gerade schon irgendeiner der Quests abgeschlossen? Da war doch irgendwie so ein Typ hier weiter hinten. Mit dem wir reden konnten. Wo ist denn der Typ? Der Dorfälteste war doch irgendwo. Ah, da ist es hinten. So, hi. Oh, man kann ja auch in den Dekobaum rein. Was? Ist Dekonüsse oder was? Hi. Willkommen, willkommen! Schön, dich zu sehen, werter Held. Wenn du Fragen zu diesen Wäldern hast, frag mich Markus. Denn Markus macht das schon. Wenn du den Dekobaum sprechen möchtest, geh doch einfach hier hoch. Der Wald. Die größten Kuriositäten des, im Wald, ich kann nicht mehr reden. Im Wald der Crocs sind natürlich der Dekobaum und der Schwertsockel. Wenn mir für Kuriositäten mal niemand die Wurzeln langzieht. Im Dekobaum haben wir einen Platz zum Ausruhen und andere nützliche Dinge für dich vorbereitet, wer da hält. Ja, und der Schwertsockel, dort ruht das heilige Bandschwert. Dazu braucht man im Grunde ja nichts weiter zu sagen. Hier ist noch eine recht interessante Information. Der Schwertsockel liegt exakt im Zentrum des Waldes. Vom Sockel aus kann man die Waldwege besser erkennen als irgendwo sonst. Und die Bohnenlampen am Wegrand, das ist wirklich Bohnen, okay, dienen der Orientierung. Auf die solltest du immer ein Auge haben. Wenn du dich also doch mal verläufst, kehre am besten zum Schwertsockel zurück. Brauchst du noch Hilfe? Markus macht alles für dich. Das heilige Bandschwert, das alles unheil versiegelt, das nur du allein führen kannst. Du hast es endlich gefunden. Ist doch ganz schön gut versteckt, oder? Wir haben uns ins Zoll gelegt, damit nicht einfach irgendwer per Zufall drüber stolpert. Hoffentlich haben wir es nicht übertrieben. Ich meine, hast du dich in den verlorenen Wäldern verlaufen? Ach nein. Ach, was rede ich? Na, natürlich nicht. Sonst wärst du ja nicht mehr hier. Entschuldigung. Brauchst du noch Hilfe? Markus macht alles für dich. Ja.
Du willst mal verlassen? Naja, es war ja irgendwie abzusehen, dass du auch mal wieder gehen willst. Dementsprechend sind wir natürlich vorbereitet. Gehe vom Schwertsocker nach Osten, bis du rechts einen Wegweiser siehst. Wenn du dann dort einfach den Hügel hochgehst, kommst du an einen Geisterbaum. Den spazierst du einfach in den Mund und wirst so aus dem Wald gebracht. Wäre ja auch ein bisschen anstrengend, wenn man nochmal ganz durch die verlorenen Wälder müsste, oder? Ja, richtig. Nee, tschüss. Wenn ich dir mit irgendwas in diesen Wäldern helfen kann, Markus, mach das schon! Das freut mich, Markus. Das freut mich sehr doll. So, hallo. Was gibt's denn hier Schönes? Guten Abend oder guten Tag. Prost, Mahlzeit. Oh, entschuldige, ich bin gerade erst aufgewacht. Oh, du bist der Held, oder? Adekobom hat uns alles erzählt. Du hast also endlich den Weg zu uns in den Wald gefunden. Ich dachte schon, ich schlage Wurzeln, bis du ja aufkreuzt. Willkommen im Nabel des Dekobaums. Ich habe ein Bett aus Blättern gemacht, extra für dich. Hier kannst du dich hinfläzen und nach Herzenslust knacken, so viel du willst. Nee, danke. Ein wahrer Held, auch ohne Schlafbett und Fidel. Aber ich mach doch extra für dich jeden Tag das Bett. Du brauchst nicht mal zu bezahlen, auch wenn du nicht müde bist. Knacken ist gesund. Ja, das ist wahrscheinlich wahr. Knacken ist wirklich gesund. Pilze. Oh, ich habe dich erwartet. Adekobaum hat schon gesagt, dass bald der Held kommen würde. Du bist sicher hungrig, oder? Ich habe extra für dich im Wald Pilze gesammelt. Ich bin der Pilzpendler. Leckere Pilze, gesunde Pilze, fragwürdige Pilze, Pilze aller Art. Also los, kauf schon was, oder möchtest du mir etwas verkaufen? Wir befinden uns im Bauch des Dekobaums. Gemütlich hier, oder? Gemütlich als eine OOT. Nachdem wir entschieden hatten, hier Geschäfte für den Helden zu eröffnen haben, wäre das schön geschmückt. Ich hoffe, das ist nicht zu eng. Viel Spaß beim Einkauf jedenfalls. Das freut mich. So, Rüstling brauche ich nicht. Sportling, Ausdauerling, Maxi-Trüffel. Von denen kann ich ein paar mitnehmen, bitte. So, ein Maxi-Trüffel. Einverstanden. Wow, okay. Einfach nur ein. Okay, was haben wir da? Eine Holzkelle. Haben wir den schon mal fotografiert? Ja. Kann man die Nüsse auch fotografieren? Nee. Kann man die fotografieren? Nö. So, hier gibt's Maxi-Rüben. Den nehme ich auch mal mit, würde ich sagen. Ja. So. Waldrat. Haben wir auch Äpfel. Hyrule-Reis. Was? Rohrzucker, okay, das kann man nicht fotografieren, schade. Elektropfeil, Holzpfeil, okay. Die Holzpfeil nehme ich mit, wie immer. Dreimal. Jo. Oh, sehr schön. Und Elektropfeile, bitte. Alle. Hätte ich auch gerade bei den Dings machen können. Das ist so wundervoll. Und sonst so. Willkommen im bestsortierten Lädchen für... Willkommen im bestsortierten Lädchen für Waldrat weit und breit. Such dir was aus, oder möchtest du dir was kaufen? Was bietest du an? Ich sammle Nahrung und Pfeile für dich. Ich bin sicher, die werden dir nützlich sein, werter Held. Übrigens, wenn du einen Elektropfeil bei Regen einsetzt, pritzelt er noch schöner. Meine Empfehlung. Und dann pritzelt er mich tot, oder was? Nein, keine Ahnung. So, okay, ist aber ganz nett hier gemacht, auf jeden Fall. Gefällt mir. Dieser Schrei. Na, Dekobaum. Was geht ab? Hi. Ich erklimme dich. Kitzel das schön. An deiner großen, fetten Nase hier. Nee, komm, ich gehe wieder runter. Ach, hier muss man drauf zum Reden, oder was? Ja. Wer dieses Schwert ziehen will, muss auf der Höhe seiner Kräfte sein. Wollen wir sehen, ob du bereit bist. Nee, bin ich nicht. Glaube ich zumindest. Ui. Gut. Leucht, hüpf, leucht. So. Ja, ich weiß, ich weiß. Hallo. Papistos. Nummer 1. Im Südwesten, die Macht der Anziehung. Nummer 2. Im Nordwesten, der Pilgerweg. Nummer 3. Im Osten, die Feuerprobe. So, alles klar. Dann gehen wir erstmal zur Feuerprobe, würde ich sagen.
Da haben wir den Weg schon hier gehabt. Genau da lang. Dann gucken wir mal. Das wird zur Feuerprobe vielleicht kommen. Ich bin ja gespannt, was das sein wird. Oh boy. Was war da gerade? Noch irgendein Tierchen wahrscheinlich. Prüfung gefällig, ja. Werter Held, ich habe bereits auf dich gewartet. Hier findest du die schwierigste Prüfung der Crocs, die Feuerprobe. Du musst es mit dem Croc-Waffenset bis ans Ende schaffen, na? Dann los! Du musst Schwert, Bogen und Schild angelegt lassen. Wenn sie kaputt gehen, wird die Prüfung abgebrochen. Hm? Was soll das denn werden? Deine Taschen sind ja voll! Wenn du nicht etwas Platz in deinen Waffen, Schild und Bogentaschen schaffst, können wir nicht beginnen. Okay. Ja, da kann man die ganzen Sachen schon sehen. Waldbogen, Waldschild, das sieht ziemlich geil aus, finde ich. Und ein Waldschild, das ist auch ziemlich hübsch irgendwie. Nice. Okay, dann gucken wir mal. Ja, da kann ich so einen Krogfächer wegwerfen. Ja, Bogen habe ich halt 1000 bei den gleichen. Oh, ist alles so schön. Ja, weg mit dir. Oder ich könnte mir im Prinzip ja auch bei Maronus was Neues, neue Plätze holen, fällt mir gerade mal so auf. Der gute Maronus müsste ja noch Krogkerne von uns akzeptieren. Wir haben noch einige, die ich noch nicht ausgegeben habe, deswegen. Das sollte ich mal offscreen machen, um ihm meine ganzen 5000 Krogkerne ihm schenken. So. Hi. Ja, erstmal die Waffentasche. Ja. Bitteschön. So, tanz ein bisschen. Dab, 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 dab. Oh Mann, ey. Ui, ein Slot mehr. Wundervoll. Auch wenn ich den zweiten Krogfächer nicht unbedingt brauche, ich habe halt nur jetzt da, weil... Wieso nicht? Ihr habt die Bogentasche, bitte. Die haben noch kaum vergrößert. Scheinbar. Dann lass uns loslegen. Da hat er sogar eine andere Farbe. Grün. Nice. Diese Geräusche immer. Ich liebe es. Wusch. Dam, 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 dam. Diese Geräusche von ihm sind so großartig. Oh Mann, ey. Dann lass uns loslegen. Ja, bitte. Ich bin mal gespannt, was die Feuerprobe jetzt sein wird. Ching. Ich hoffe, die ist nicht allzu schwer. Und wenn doch, dann habe ich Angst davor. Also halt wirklich. Also halt wirklich. Ich stelle mir das voll schwer vor. Irgendwie. Ich meine, Feuerprobe, das klingt ja auch schon so schwer. Aber okay. So. Ja, vor allem, dass ich auch direkt mit der schwierigsten anfange. Dann los! Du musst Schwert, Bogen und Schild angelegt lassen. Wenn sie kaputt gehen, wird die Prüfung abgebrochen. Okay. Ich hab Angst. Was muss ich überhaupt tun? Das Ziel ist der Schrein am Ende dieses Weges. Also los! Die Feuerprobe. Muss ich auf Zeit machen? Keine Ahnung. Aber im Schrein darf ich dann meine Sachen benutzen, ja? Können die Maus weggehen, nicht. Ja, Mäuse, genau. Mäuse weggehen, ich will euch nicht töten. Wäre, denke ich mal, relativ dumm. Okay, bin ich falsch? Ich bin falsch, ich weiß! Okay, das war... Ja, okay, ich muss also durch die Kisten durch, alles klar. Darf ich Bomben und sowas benutzen? Weil wenn ja, könnte ich die Kisten einfach wegsprengen. Ich versuch's weiter, bitte. Die Nebel des Waldes.
Okay, alles klar. Ich gehe mal auf die Bomben, um halt mal zu testen, ob ich das darf. Keine Ahnung. Boah, ich weiß halt auch nicht, wieso ich es nicht machen dürfte. Dann kann ich einfach hier werfen und dort bumm. Darf ich scheinbar. Okay, alles klar. Dann lege ich dir hin. Geh zurück und bumm. Sehr schön. Ganz viel Stuff. Oh boy. Ich versuche halt. Hui, ist ein bisschen heiß. Ah, du Schande. Ich versuche jetzt mal so wenig. Nein. Ah, mein Schild zu benutzen wie möglich. Ich darf gar nicht rein, stimmt. Oh Mann, das ist ja... Okay. Alles klar. Einmal kurz was essen, Mann. Ansonsten sterbe ich da drin einfach. Habe ich auch noch irgendwas ordentliches Kochobst? Ja, meinetwegen. Dann gönne ich mir noch... Pilze. Schön lecker. Also ich mag keine Pilze, aber haben wir aber glaube ich schon mal drüber geredet, kann das sein? Ich bin halt dadurch verwirrt, dass man die Bomben wirft, wenn man R drückt. Also ich bin ja halt immer mit A werfen, aber da lege ich die halt nur ab, das ist so das Ding. Okay, was wir hier schon mal aufgesprengt haben, ist auch auf... Oh, da lag noch was. Aufgesprengt geblieben, Abfall, wundervoll. Das war falsch, falsche Richtung, verdammt. Du stirbst mal kurz. Ah, das sind ja die Knochengegner, die... Oh, scheiße. Holy shit. Nein, Gott, der stirbt dadurch nicht mal. Jetzt sehr schön. Wundervoll. Könnt ihr bitte mal aufhören, mich mit Eisfeiern zu bewerfen? Also zu beschießen, wie auch immer. Okay. Hallo? Hör doch mal auf, du Pisser! So. Ist hier irgendwas drin? Mach bumm! Ist er tot? Nee. Tot? Nein, Mano! Nein! So, was haben wir hier drin? Oh, Waldschwert, noch eins. Nice. Dann schmeiße ich mal kurz was raus. Und zwar die Fackel. Die braucht keiner. Nein! Mit Ruhe! Was ist los? Nein! Toll, dankeschön. Oh, das ist unfair. Mann. Es ist halt echt nicht schwer, aber please. Die hätte ich noch kochen können. Toll, egal. Ich hasse euch alle, ganz ehrlich. Ihr seid so unfair. Euren Kackdingern da. Oh, Leute.
Es fehlt noch einer von den Viechern. Sehr gut. Oh, die Truhe ist wieder da. Nice. Dankeschön, Spiel. Das ist aber lieb von dir. Nein, wie dumm bin ich? Ich wollte auf den kleinen Stein da drauf liegen, aber ja. Oh. Das ist doch nicht wahr. Es macht mich halt echt wütend, was einfach echt nicht schwer ist eigentlich. Aber komm schon. Mann, ey. Ah ja, das ist aber echt cool gemacht irgendwie. Das gefällt mir. Das ist eine kleine Probe quasi. Wenn man stehen muss. So, ich bleibe jetzt hier bei meinen wundervollen Baumwegen und gehe keine Umwege über irgendwelche Plattformen. Nein, was tust du? Oh Gott, was tust du, Link? Was tust du? So, wundervoll. Was haben wir jetzt hier? Muss ich hin? Da hinten ist der Schrein, wie es aussieht. Kann ich mir hier eine kleine Brücke bauen oder was? Das ist aber süß. Yo! Feuerpfeile! Natürlich! Sonst geht's euch auch noch gut, oder? Ah, okay, Bomben. Werden hochgetragen. Das muss jetzt mal sein. Ja, voll reingelaufen, ich Vollidiot, Mann, ey. Komm, ich gönn jetzt einfach mal so ein. Kann das Feuer wieder erlöschen? Dankeschön. Oh. Okay, das ist nett. Sehr gut. Geschafft! Glückwunsch, du hast die Fallprobe bestanden. Deine Belohnung erwartet dich im Schrein. Ach ja, ach ja. Wenn du die Prüfung noch einmal machen willst, komm vorbei. Bis dann. Nee, das kannst du ja sparen. Ganz ehrlich. Aber okay. Was auch immer. So. Gangarten von Pferden. Alles klar. Mal gucken, was wir jetzt hier bekommen. Okay, ich muss erstmal gucken, was es ist. Dann kann ich das wegschmeißen. Okay, alles klar. Nice. Das ist ja schön. Hi.